Müsste ich noch mal schauen. So, was ich aber noch machen wollte, ist, ich wollte mit euch jetzt noch ein Video gucken. Und zwar von einem anderen Kanal, und zwar vom Werthön Spielabend. Dementsprechend werde ich jetzt hier einmal aus der Szene herausspringen, einen Moment. Und in eine andere Szene hineinspringen. Da. Und das werden wir natürlich auf Vollbild wechseln. Ja, genau, das Pathfinder-Video. Ich wollte mich überzeugen lassen von ihm. Ich bin, was Pathfinder angeht, ja kein großer Freund, aber das taktisch bessere D&D von Paizio und Ulysses weiß ich noch nicht, ne? Ich möchte mich heute mal von ihm ein bisschen überzeugen lassen. Ja, wirklich, also, ja, also, was ist das jetzt für eine Reaktion? Okay, jetzt guckt ihr hier, macht ihr hier Reactions oder was? Ja, hin und wieder mache ich das. Also manchmal, ich werde mir wahrscheinlich andere Videos angucken und dazu meine Meinung in die Kamera blubbern. Vor allem, wenn ich eine sehr, sehr festgefahrene Meinung gegenüber Pathfinder habe, nämlich ich spiele es nicht. Und das würde ich gerne versuchen, einmal zu ändern. Deswegen schaue ich mir das Video heute einmal an. Dazu muss ich allerdings noch hier im Hintergrund wenigstens die Musik ausmachen. Und ja, dann höre ich mir das jetzt gleich mal an. Mal schauen, ob das was wird hier. Das Video ist gut, aber es übersteigt meine geistigen Kapazitäten. So viele Zahlen. Okay, schön, dass du mich vorwarnst. Das könnte auch mich dann abschrecken. Gehen wir einfach mal rein. Moin und schön, dass du da bist. Ich bin der Christopher. Pathfinder-Kernregeln sind raus. Oder Pathfinder Core im Englischen, schon seit ein paar Monaten. Und in diesem Video erkläre ich dir, was sind grundlegend die Mechaniken und auch, ob du es dir holen solltest oder nicht. Fangen wir mit den Mechaniken an. Pathfinder 2 Core ist genau wie Pathfinder 2 ein W20-System, basierend auf 6 Attributen. Und du nimmst einen Kompetenzbonus von plus 0 für ungeübt, also kannst du nicht, plus 2 für... Ich muss das alles verschieben. Einen Moment. Ich wandere in diese Ecke. Und der Chat wird mir jetzt folgen. So. Weil sonst werden wir ja nicht sehen, was er da drüben auf der anderen Seite uns zeigen möchte. Da. Da! Hast nichts gesagt. Ja, schön. Jetzt, ich bin jetzt schon vorbelastet. Danke. Na gut, gucken wir mal. Für geübt und dann aufwärts bis plus 8 für legendär plus deine Klassenstufe addiert auf diesen W20-Wurf, um einen Wurf abzulegen. Zum Beispiel Heilkunde. Das ist die ganz grundlegende Mechanik. Du hast bei den Rettungswürfen... Wenn das die grundlegende Mechanik ist erstmal... So ganz von außen jetzt so auf dieses erste Statement gefasst, in den ersten 45 Sekunden. Fühlt sich das noch nicht an wie, oh Himmelhilfe, das ist mir zu kompliziert. Wie auch bei D&D, Reflex, Zähigkeit und Wille. Und es sind auch die gleichen Attribute, Stärke, Geschicklichkeit, Konstitution, Intelligenz, Weisheit und Charisma. Herr Spielabend, Sie posten zu viel in diesem Bild. Ich kann meinen Chat so gar nicht verschieben. Bis dahin hattest du es auch verstanden. Dankeschön. Schauen wir mal weiter. Okay. Ja gut, aber sind die... ich bin da auch kein Maßstab. Ja, komm. Niemand wird hier unterm Wert verkauft. Jeder ist hier ein Maßstab. Für sich selbst zumindest. Gut, aber wir haben ja... Da steht schon irgendwas mit teilweise Steigerung dran. Was heißt denn teilweise Steigerung? Das würde mich jetzt schon wieder verwirren. Okay, wir haben aber die klassischen Attribute, wie man sie halt kennt. Allerdings, anders als bei D&D oder bei Pathfinder 2 und Pathfinder 1 vorher, gibt es nicht mehr diese von 0 bis, keine Ahnung, 36 oder sonst wohin skalierenden Werte. Und du hast nicht mehr eine plus, sagen wir, 16 auf Stärke und eine plus 3 als Stärke-Modifikator, sondern du hast nur noch den Modifikator. Sprich, jede Klasse und jeder Charakter fängt mit Stufe, mit Attributswert 0 an und dann entsprechend Attributsmodifikator plus oder minus 1. Und du sparst dir halt diese Zahlen, die du vorher bei D&D übernommen hast, mit, sagen wir, wie vorhin erwähnt,
Stärke 16 und dann plus 3 Modifikator, sondern du hast direkt nur den Modifikator. Das entschlackt es ein bisschen und auf höheren Stufen muss man halt teilweise Steigerungen markieren, weil es dann nicht mehr ganz so leicht geht, die Attributswerte zu steigern. Okay. Vom Gedanken her entschlackt es das wirklich. Und teilweise Steigerung kann ich auch nachvollziehen, weil mit höherem Wert ist es schwieriger, weiter voranzukommen. Ich habe dich furchtbar eingefroren, Christoph. Es tut mir leid. Grundlegend also für die, die aus der D&D-Ecke kommen, recht simpel vom Transferleistungsaufwand, denn es ist immer noch nachvollziehbar. Du hast Angriffsbonifikationen, die sich entsprechend nach deinem geübten Rang richtet, also wie trainiert du darin bist, wie kompetent du darin bist. Und du hast nach wie vor Fähigkeiten, die stark an D&D und auch an Pathfinder 2 erinnern. Denn Pathfinder Kernregeln ist effektiv das, was Paizo gemacht hat, um sich rechtlich von dem OGL-Bereich, also von D&D und dem ganzen OGL-Skandal von letztem Jahr zu distanzieren, damit ihn da halt nicht... Da hat er nebenbei, muss ich mal für euch eben erwähnen, richtig gute Videos gemacht und einfach mal dieses ganze OGL-Ding um Hasbro und Wizard of the Coast. Ein Tick lauter, okay, dann mache ich das gleich noch einen Tick lauter. Da hat er richtig gute Videos zugemacht, hat er richtig coole Transparenzarbeit geleistet. Und da hat er richtig sich nochmal reingekniet vom Hintergrund her. Okay, das muss nicht nur da dann lauter, dann muss ich es in OBS lauter machen. Hm, genau, Hass, Bro. Gut. Und das hat er richtig, richtig geil gemacht. Irgendwann Ursatz mal sagen kann, hier hätten wir gerne Geld von euch. Daher für die Pathfinder 2 Spieler, es ist in vielen Bereichen, ich würde sagen von den Mechaniken, 95% identisch zu Pathfinder 2. Wo es sich dann ändert, ist sowas wie, ich glaube, Magic Missile, heißt es glaube ich irgendwie Kernzauberschuss oder so weiter. Also sie haben ein paar Begrifflichkeiten geändert. Und für die, die neu im Bereich Pathfinder sind, anders als bei D&D, habt ihr nicht zwei Aktionen, sondern ihr habt drei Aktionen, die nicht unterschieden werden zwischen, keine Ahnung, Bonusaktion, Bewegungsaktion, Standardaktion, bla 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 bla. Ihr habt einfach, jeder hat drei Aktionen pro Runde und kann die entsprechend verwenden, um Dinge zu tun. Theoretisch kann also ein Krieger schon auf Stufe 1 vor seinem Gegner stehend dem Gegner dreimal auf eine Mappe hauen. Wird halt dann nur schwierig, weil jeder Angriff skaliert pro Angriff nacheinander um 5 im Angriffsbonus nach unten. Sprich, erster Angriff plus minus 0, also ohne Abzüge. Nächster Angriff dann schon minus 5 und der danach minus 10. Das heißt, in der Theorie kann der Krieger dreimal... Macht Sinn. Angriffe werden immer schwieriger. Okay, damit komme ich zurecht. Drei Aktionen pro Runde. Das ist ein bisschen wie bei DSA. Du hast halt... Bei DSA hatte man auch mehrere Aktionen theoretisch pro Runde, die du frei beliebig theoretisch verwenden könntest, so wie Aktionspunkte so gesehen. Du hast so einen Pool und dann sagst du, ich nehme so viele Aktionspunkte daraus oder ich nehme die Aktion dafür, ich nehme die Aktion dafür, die Aktion dafür. Der Pool ist immer gleich. Ist aber, wenn du bestimmte Kombinationen mehrmals hintereinander machst, dann immer schwieriger. Mehrfachaktionen mit Abzügen, das gibt es ja öfter. Ja, genau, das gibt es schon öfter in anderen Systemen auch, ne? Zuhauen, es empfiehlt sich aber, andere Sachen zu machen, wie als sich manövrieren, Schild hochnehmen oder solche Mechaniken zu machen. Da liegt auch tatsächlich das, was viele an Pathfinder generell schwierig oder gut finden. Das ist so dieses, ja, Love it or hate it Prinzip. Es ist sehr viel crunchiger, sehr viel regelverliebter als D&D. Es ist komplexer. Und einige sagen jetzt, oh Gott, oh bloß nicht. Ich habe auch schon gehört, Pathfinder haben es einige mal genannt. Pathfinder ist taktisch tiefer, es ist komplexer und da du einen individualisierteren Charakter bauen kannst, schon mit mehr Komplexität belagert, aber damit auch definitiv tiefer als D&D, wo sich irgendwann, Entschuldigung, aber alles dann doch irgendwie gleich spielt, es sei denn, du nimmst die 15.000 verschiedenen Varianzklassen dann doch nochmal irgendwo mit, wenn du in einem Buch findest oder... Science, Marcel, bitte, du bringst mich um. Mathfinder. Ja, das trifft es wahrscheinlich auch sehr gut. Ja, aber das ist ja das, was ich dann so gesehen von D&D abhebt. Da hat er nicht ja ganz unrecht, ne? Pathfinder ist das alte
Okay, mir fliegt hier fast das komplette Mikrofon ab. Pathfinder ist ja so gesehen D&D 3.5, was es halt früher war, ne? Sehr viele Talente, sehr viele Abilities, sehr viele, obwohl Abilities und Talente kriegt man heute bei D&D auch um die Ohren geworfen. Das werfe ich dem System auch vor, dass es da überhaupt nicht transparent oder übersichtlich ist. Und ja, aber das ist ja halt so eine der Kernaspekte des Spiels damals gewesen, dass es halt einen gewissen realistischen, obwohl nein, mehr so diesen Tabletop-Ansatz hatte. Ne, es ist eine Kombination aus einem komplexen Tabletop-Game mit Rollenspiel. Sollte halt damals auch die Wargamer so ein bisschen abholen. Also eigentlich theoretisch auch Leute wie uns, die Tabletop mögen. Wobei ich auch eher der Mensch bin inzwischen, der einfache Tabletops bevorzugt, wenn er mal wieder eins spielt. Oder du Variant Humans dich zu sonst wohin. Da bietet Pathfinder mehr Individualisierung, denn neben diesen entschlackten Attributen und diesen Kompetenzgraden hast du auch eine sehr viel auf Individualisierung, schwieriges Wort, ausgerichtete Charakterkonzeptionierung. Du bekommst nämlich über deine Abstammung, früher hieß das mal Rassen, jetzt heißt es Abstammungen, Talente. Sprich, du kannst auswählen, was. Oh Mann! Himmel! Entschuldigung. Abstammungstalente, Hintergrund, Fertigkeiten. Ich sterbe. Ich zerfalle einfach innerlich. Oh, ich habe so doll gehustet, ich sehe Sternchen. So, ich muss mal ganz kurz das Mikro ausmachen, weil hier ist immer noch. Mann! So, ich hoffe, es wird jetzt besser. Okay, sie sind da auch da von der Völkerrasse, was auch immer, Devise wieder zu von weg, sondern haben es die Abstammung genannt. Das ist eine gute Wortwahl, meiner Meinung nach. Ist okay. Weiter, Was bitte. für eine Art Zwerg du bist, was für eine Art Ork du bist, Mensch, was auch immer. Also, je nachdem, welche Abstammung du wählst, kannst du nochmal unterscheiden, ob das jetzt sagt. Sein Kopf ist voll eingeklemmt zwischen seiner Texteinzeige und meinem Chat. Tut mir leid. Sagen wir, ein Ork ist mit Hauern oder ob der halt irgendwelche heiligen Tattoos auf sich drauf hat, die dann entsprechende andere Boni liefern. Deine Abstammung gibt dir auch noch später Bonis dazu, sprich auf höheren Stufen bekommst du auch noch Abstammungstalente. Dann kannst du verschiedene Hintergründe auswählen, das kennt man auch aus D&D oder Pathfinder 2. Sprich, war dein Charakter früher mal ein Söldner oder war er ein Adeliger, war er ein Gelehrter oder war er vielleicht ein Seefahrer oder Schankwirt? Und dann gibt dir deine Klasse auch nochmal Talente. Sprich, du bekommst wesentlich mehr Talente als in D&D und machst dir quasi darüber einen aus Abstammungen, freien Talenten und Klassentalenten gemixten Baukastencharakter. Das verspricht Individualisierung, macht es aber natürlich auch entsprechend ein bisschen komplexer als D&D. Da haben jetzt auch schon die meisten Kernmechaniken abgearbeitet. Du hast drei Aktionen pro Runde, die du frei verteilen kannst. Du hast Kompetenzgrade von ungeübt plus 0 bis legendär plus 8 plus jeweils Klassenstufe für deine Werte, Würfe auf Fähigkeiten. Du hast Klassentalente, Abstammungstalente und freie Talente, mit denen du individualisiert deinen Charakter bauen kannst. Und die Begrifflichkeiten sind anders als bei Pathfinder 2 vorher verändert worden, um nicht mehr OGL kritisch zu sein. Dazu ist in der Paizio geht hier ganz einfach den Weg, Hasbro komplett und Wizard of the Coast komplett umschiffen zu wollen. Sie wollen aus dieser ganzen Gefahr heraus, dass irgendwann eine Verklagungswelle kommt, sobald es mehr monetarisiert wird, bevor es irgendwie um Ursprungssachen geht. Wenn das dann doch irgendwann mal durchgewunken bzw. irgendwie durchgesetzt werden sollte bei denen, bevor Paizio dann da in die Gefahr kommt, dass sie da einen riesigen Haufen Geld bezahlen müssen, um irgendwelche Sachen zu behalten oder irgendwelche Urheberrechtssachen zu behalten und ähnliches. Das ist der, ich sag mal, wenn man das auf den amerikanischen oder allgemein auf den wirtschaftlichen Markt betrachtet, ist das die beste Entscheidung, sich davon zu distanzieren, dass man sagt, Leute, wir müssen uns von dieser Grundmechanik ein bisschen trennen, wir müssen was Eigenes entwickeln, weil unser Konkurrent oder unser
oder der Schöpfer dieses Systems gerade irgendwie Lack gesoffen hat. Wir müssen davon weg, weil wir echt Gefahr haben, dass wir sonst richtig mies geassrapped werden und das wollen wir nicht. Und das würde vielleicht auch dann Paizio und damit verbunden ganz viele Bücher, ganz viele Spielserien, Starfinder, Pathfinder beispielsweise, jetzt hier ganz als erstes genannt, in Gefahr bringen, dass die gar nicht mehr existieren. Pathfinder und Starfinder ist so gesehen die Science-Fantasy und die Fantasy-Variante für Leute, die halt komplexere, strategischere Spiele machen wollen. Ein Jodeldiplom. Ja, genau, ein Jodeldiplom. Wo musst du nochmal hin zum Jodelkurs? Ja, also da geht man schon den richtigen Weg. Und das, wie vor allem, was mich jetzt gerade wieder so ein bisschen abgeholt hat, wo ich sage, okay, das finde ich cool, ist, dass du halt deinen Charakter sehr, sehr individuell bauen kannst. Dass du halt aus vielen verschiedenen Bereichen die Sachen zusammensuchen kannst, um einen sehr individualisierten Charakter zu bauen. Das ist etwas, was ich an D&D beispielsweise schon mal nicht mochte. Du nimmst ein Volk, du nimmst einen Hintergrund, du nimmst eine Klasse. Und das bedeutet, du hast faktisch gesehen, auch dann im späteren Verlauf der Weiterentwicklung des Charakters, eigentlich eine sehr, sehr klare Linie, die sich nur in ganz wenige Richtungen abzweigen lässt. Das ist überschaubar, was die Individualisierung angeht, sagen wir mal. Natürlich, wenn du dann als Spielleiter erlaubst, man nimmt noch Talente hinzu und ähnliches, das ist nochmal wieder was ganz anderes. Dann entwickelt sich das Ganze nochmal wieder in etwas Komplexeres, klar. Hier wirkt es grundsätzlich so, dass Individualisierung des Charakters Fokus des Ganzen sein wird. Na, schauen wir mal weiter. Der Selektion der Klassen und Abstammungen zu im Wechsel von Pathfinder 2 zu Pathfinder Kernregeln auch einiges geändert worden. Wo du früher aus Barbar und anderen auswählen konntest und naja, wir sehen mal hier das Regelwerk von Pathfinder 2, dieses ziemlich stabile Buch hattest, hast du bei Pathfinder Kernregeln immer noch ein stabiles Buch, aber es ist per se schlanker. Wir vergleichen es mal. Das ist ein Drittel ungefähr weniger, wenn ich von oben drauf gucke. Ja. Und da liegt auch der Punkt, es sind Klassen und Abstammungen rausgeflogen und auch die Zauber haben sich verändert. Wie gesagt, Magic Missile heißt jetzt anders und niemand hat hier einen Cut gesehen. Niemand. Anders als in D&D lernst du nicht sagen, oder in Pathfinder 1 lernst du nicht irgendwie leichte Wunden heilen, schwere Wunden heilen, kritische Wunden heilen und bombastische Wunden heilen, sondern du lernst Heilung einmal. Am Beispiel Heilungszauber erkläre ich dir auch einmal die Aktionen und das Hochskalieren der Zauber. So, nehmen wir an, du lernst auf Stufe 1, als Kleriker als Beispiel jetzt, Grad 1. Bei Pathfinder heißt es nämlich jetzt gerade, nicht Stufen. Du lernst also Heilung auf Grad 1. Halt einen W8. Okay. Wenn du jetzt aber Heilung nimmst und statt einer Aktion zwei Aktionen ausgibst, dann heilt es nicht mehr Reichweite Berührung, sondern es heilt auf 9 Meter 8 Trefferpunkte. Und wenn du das Ganze mit drei Aktionen verwendest, dann macht es eine Ausstrahlung und in diesen 9 Metern Ausstrahlung heilt es alle lebenden oder schadet untoten Charakteren. Denn Heilung schadet untoten oder heilt lebende Charaktere. Sprich, du hast... Okay. Das finde ich aber vom per se, jetzt vom Gedanken her des Spiels, erstmal gar nicht so scheiße. Mit diesen Einstufungen. Wobei ich die Bezeichnung bombastische Heilung bitte im Buch genauso haben will. Ich will einfache, schwere, bombastische Heilung. Ah! Für eine Aktion Berührung 1W8, für zwei Aktionen 9 Meter Reichweite 8 Trefferpunkte oder für drei Aktionen 9 Meter Ausstrahlung und alle Lebenden oder Untoten kassieren das. Das wären die aktionsökonomischen Gesichtspunkte. Wenn wir es nun hochskalieren, pro Grad, den du es höher anwendest, gibt es halt ein W8 mehr, respektive 8 Trefferpunkte mehr, wenn du es halt auf Reichweite machst. Das führt dazu, dass dein Charakter nicht mehr in jedem Grad irgendwie einen Heilungszauber, sondern einfach, du weißt, aha, ich habe Heilung gelernt und ich kann ihn halt mit 10 W8 auf Grad 10 casten. Ja, in Pathfinder geht es bis Grad 10. Und du weißt halt, in dann entsprechend 9 Meter gibt es 80 Heilung und so weiter. Also es skaliert entsprechend gleichmäßig hoch. Das entschlackt natürlich auch den Bereich Zauber, sodass das Buch an sich schon mal ein bisschen dünner geworden ist. Das ist cool.
Anstatt dass du 25 Zauber hast, die alle dasselbe können, bloß mit verschiedenen Geschmacksrichtungen Schaden verurteilen, auszuteilen. Oh, das ist dann irgendwie einer, der macht Naturschaden schön, der schmeckt nach Waldmeister, dann haben wir Feuerschaden, oh geil, Erdbeere und so weiter. Hast du dann einfach einen bestimmten Zahnzauber, den skalierst du einfach innerhalb des Grades hoch und er wird dann dementsprechend mächtiger. Das ist, finde ich, der coolere Weg. Auf jeden Fall. Anstatt dass du 100.000 Zauber hast, die alle dasselbe können. Das sagte Nico immer, ein guter Freund von mir. Nuxel, wer ihn aus dem Podcast kennt, Kaffee und Klönschnack, Link dazu ist unten bei mir hier auf Twitch in den Panels. Das ist ein Rollenspiel-Podcast, wo ich, Sabine und Nico zusammen, haha, der Esel nennt sich immer zuerst, über Rollenspiel reden. Und wenn Ban Baladin aus DSA ein Dungeons and Dragons Zauber wäre, würde er einfach 6W6 Schaden machen. Das ist nicht unbedingt das Unwahrste dahinter. Aber dieser Weg, den dann Pathfinder Kernregeln dann wieder geht, ja, sagt mir schon wieder mehr zu. Mit diesen Bewegungs- oder mit diesen Aktionsökonomien kannst du verschiedene Varianten durchspielen, wie du halt deine Party am besten schützen kannst und wie du die Gegner mit am besten schädigen kannst. Wir haben dazu auch noch das Thema Heldenpunkte. Jeder Charakter bekommt Heldenpunkte, am Anfang geht das ja schon ein, und der Spielleiter kann für besonders Hero. Ich kapiere den Unterschied nicht. So gesehen nimmst du, was er meint mit einem D&D-Zauber, kann man doch auch skalieren. Ja, was er aber grundsätzlich meint, ist, dass man weniger Zauber grundsätzlich drin haben muss, die in der Theorie alle dasselbe machen, bloß dass sie vom Schaden her höher sind. Das kann man bei D&D inzwischen auch. Da kann man auch die Zauber skalieren und dementsprechend stärker machen. Aber manche Zauber sind halt an einem bestimmten Grad erst verfügbar, theoretisch. Das wird hier wahrscheinlich auch der Fall sein, dass bestimmte Schadenszauber auch erst ab einem gewissen Grad verfügbar sind. Aber es kann ja auch sein, dass du, also zumindest ist jetzt mein Gedanke, zum Beispiel so etwas wie Feuerball schon zwar auf Grad 1 wirken kannst, es ist aber halt dann ein winziges kleines Ding und macht keinen Explosionsschaden, nur bei einem Ziel, zum Beispiel so ein kleines Bällchen. So. Na, wenn du ihn auf Grad 9 wirkst, dann ist es so, als ob du gerade die Sonne auf die Erde wirfst. Genki-Dama, bam. Zumindest habe ich das so jetzt verstanden. In den Kommentaren, wenn dieses Video auf YouTube erscheinen sollte. Macht nur Püffchen. Ja, genau. Wenn das Video hier auf YouTube erscheinen sollte, was ich jetzt gerade so ein bisschen glaube, dass ich daraus so ein kleines Reaction-Video mache, dann könnt ihr es ja unten in der Kommentare nochmal reinschreiben, was ihr davon meint. Und natürlich schaut bei Spielabend auf dem Kanal vorbei, schaut euch das Originalvideo nochmal an, gebt ein Like. Der Mann macht wirklich qualitativ hochwertige Videos meiner Meinung nach und erklärt die Sachen sehr, sehr gut. Das war jetzt vielleicht so ein bisschen schwammig mal ein bisschen erklären, aber vielleicht muss ich es mir noch ein zweites Mal anhören, damit ich es besser verstehe. Aber das ist das Grundsätzliche bei Pathfinder. Ich muss mir die Sachen auch in den Büchern meistens 2 bis 3 Mal durchlesen, bis ich es verstanden habe. Jetzt nicht so schlimm wie bei Dune. Da musste ich, also, das ist noch mein eigenes Thema, was Duelle angeht. Das ist so komplex geschrieben gewesen. Da hat mein Gehirn sich einfach komplett geweigert, es zu kapieren. Aber schauen wir mal weiter. Ich weiß, heute schaffe ich 13 Uhr nicht. Es wird ein bisschen später, aber das Video schaue ich noch zu Ende. Rosche Aktion auch nochmal, einen Heldenpunkt weitervergeben. Die würde ich jetzt persönlich sagen, nutzt du am ehesten, um das Thema Tod abzuwenden oder halt besondere Effekte auszulösen. Aber am meisten vermutlich für den Tod. Denn Pathfinder Core oder Pathfinder Kernregeln ist weit tödlicher als D&D. Neu, Pathfinder Hardcore, ohne Heldenpunkte, schnell in den Tod. Okay, Heldenpunkte, Schicksalspunkte, das ist so eine Mechanik, die gibt es ja auch schon bei Savage Worlds mit den Gummipunkten. Mir selber sind die erst aufgefallen oder ist diese Mechanik erst untergekommen, als ich mir das Game of Thrones Pen and Paper geholt habe, wo es die sogenannten Schicksalspunkte gibt, die verhindern, dass du drauf gehst. Könnte ich auch mal was zu hier auf meinem Kanal machen. Da habe ich ja auch, ja genau, diese Benis. Das Lachen habe ich gehört, Marcel. Das habe ich gehört, wie du gelacht hast bei der Erwähnung von Dune. Der liebe Sions of Wonder hat nämlich bei sich Dune gestreamt und ich durfte das Spiel leiten, wer es nicht weiß. Und das Ganze kann man sich bei mir auf dem YouTube-Kanal sogar noch angucken. Nächste Woche kommt ein neues Video dazu raus. Nächste Woche? Doch, ich glaube, nächste Woche kommt dazu. Das vorletzte Video. Es ist eine 8-teilige Reihe. Okay, gucken wir mal weiter. Bei Hardcore Pathfinder. Erreicht ein Charakter sterbend 4, ist er weg, tot, adios, das war's, tschüss. Und das geht recht schnell, denn es addiert sich aus dem Verwundet-Stadium schon hoch. Sprich, wenn ein Charakter Pech hat, kann der sehr schnell insta-killed werden.
Und es ist ein tödliches System. Du kannst allerdings alle deine Heldenpunkte, die du gerade hast, ausgeben, um halt nicht abzudanken, sondern halt nur KO da liegen zu bleiben. Das sind soweit die relevantesten Regelmechaniken, würde ich sagen. Kommen wir jetzt ein bisschen zum Fluff. Da gibt es für mich erstmal so dieses Thema, aha, muss ich einmal kurz ablesen. Was die Klassen und Abstammungen angeht, haben sie sich dazu entschieden, im Core-Bereich etwas anders auszuwählen als früher. Sprich, du hast bei den Abstammungen. Keine Menschen. Das wäre mal was. Keine Menschen. Das wäre jetzt sehr lustig. Aber das glaube ich nicht. Menschen, Elfen, Zwerge, das werden die drei Sachen sein, die auf jeden Fall noch mit drin sind. Vielleicht statt Halblinge Gnome, obwohl das haben sie ja auch mal irgendwann gewechselt von Gnome zu Halblinge. Da gab es ja immer wieder mal so einen Wechsel. Dann sind beide drinne gewesen. Dann auf einmal sind Tieflinge mit als Startvolk dabei. Keine Ahnung, was haben wir jetzt? Kaulquappen? Obwohl, Frösche gibt es ja bei Daggerheart als mögliche Option, genauso wie Schildkröten. Ach, die Welt wird immer verrückter. Zumindest die Rollenspielwelt. Was mir aber jetzt schon zusagt, ist, es ist ein tödlicheres System. Ich mag Systeme, bei denen die Spieler Angst haben müssen, dass ihre Figuren aufgrund von unausgereiften Entscheidungen und dummen Handlungen draufgehen können. Ich mag es nicht, dass irgendwann die Charaktere ab Stufe 14 plus so viele Ausdauer- und Trefferpunkte haben, dass sie einfach so einen riesigen Ballon haben. Ja. Dass sie irgendwann so einen Trefferpunkteballon haben, dass die ohne Sinn und Verstand einfach in irgendwas reinrennen und am Ende sowieso sagen: Ja, keine Sorge, ich nehme jetzt zwei Heiltränke und dann geht es mir gleich wieder besser und dann geht es weiter hier. Nee, das sagt mir als Spielleiter, aber auch als Spieler überhaupt nicht zu. Da möchte ich dann lieber ein System haben, bei dem Trefferpunkte ganz langsam regenerieren, dass man wirklich Tage braucht, um wieder zurechtzukommen, weil du hast einen Kampf auf Leben und Tod überstanden. Darum geht's. Kampf und Kämpfe sollten eigentlich immer die letzte Option sein. Ich spiele Rollenspiele für die Geschichte, nicht um mich irgendwie mit Figuren auf dem Tisch zusammenzuschlagen. Dann könnte ich auch Tabletop spielen. Der Kampf ist die letzte Option. Das finde ich bei Witcher zum Beispiel auch sehr cool, um den Witcher-Bogen mal für unseren Stream hier wieder zu finden, dass du mit vielen Kreaturen und Monstern dich auch unterhalten kannst, bevor du sie umbringst. Trolle zum Beispiel, ja, die sind dumm wie Steine. Aber man kann mit ihnen halt auch einfach reden. Oh, ho. Was? Oh, ho? Erklären Sie sich, Chat. Was soll das? Sie erheben den Mittelfinger mir gegenüber. Oder was soll das werden? Na, auf jeden Fall, wenn du jetzt gerade antwortest. Ich kenne so viele Leute, die genau so RPGs spielen. Du meinst im Sinne von, egal was ist, reinrennen und einfach alles niederknüppeln. Hauptsache, wir kämpfen mal wieder. Nein, da denke ich an unsere Game of Thrones. Also auch da wieder jetzt ein Shoutout an A Game of Ice and Fire, ein Rollenspiel-Podcast bei YouTube, bei dem unser lieber Seance of Wonder mitspielt als der junge, naja, jetzt Willem Blume, nicht mehr Griffenstein, aber das ist, oh, das, wie die das entwickelt hat, müsst ihr selber mal hören. Und da haben wir, oh, wie oft haben wir gekämpft? Zweimal? In 3 Jahren? Zweimal gekämpft? Einfach weil es so fucking tödlich sein kann. Und das, finde ich, macht die Qualität einer guten Geschichte aus. Dass du nicht die ganze Zeit, ja, genau das, dass du nicht wie D&D gleich Kampf gleich geil. Ne? Also ich finde, einen guten Kampf ist wichtig. Ein guter Kampf in einem Fantasy-Science-Fiction-Setting sollte drin sein, aber man muss nicht jede Session eine Ballerei, eine Schlägerei, Monsterschlachten drin haben. Man kann auch einfach die Figuren durch das gute Spielen voranbringen. Man kann ja auch Sachen diplomatisch lösen. Aber vielleicht stehe ich da mit meiner Meinung auch recht alleine. Weil, ja, keine Ahnung, manchmal. Und das ist ja auch etwas, was mich an diesen ganzen, die Pathfinder-Sachen ganz oft stören, sind diese riesigen Talente oder Talentbäume, bei denen du eigentlich nur Sachen bekommst, um besser zuschlagen zu können. Ich schlag besser zu, ich mache mehr Schaden, ich halte mehr aus. Bei mir sind NSCs eher nutzlos und eher Bremsklötze, da hat die Gruppe was zu tun. Ja, ich spiele auch NSCs sehr gerne aus, muss ich sagen.
Also die Sache ist ganz oft, dass die Leute sich auf NSCs fokussieren, die ich so im Beisein so ganz schnell erledigt habe und dann irgendein NSC ausgebaut habe. Das ist so dieses Klassische, ne? Man baut einen komplexen NSC mit Motivation und so weiter, aber der ist dann so uninteressant für die Leute, dass sie sich lieber mit irgendeinem Dorftrottel unterhalten wollen, von dem ich gerade vor 5 Minuten versehentlich sogar einen Namen gegeben habe, der heißt Pete. Und dann wollen die Pete besser kennenlernen und ich stehe da, ich habe zu Pete nicht vorbereitet. Und genau das schult Spontanität. Ich glaube, wir haben das Video jetzt komplett vergessen und das Thema dazu. Wir sind immer noch bei Völkern, die das Core-System sich ausgesucht hat. Dementsprechend gehen wir da mal wieder rein. Würde ich jetzt sagen, weil sonst verlieren wir uns hier in allen anderen Themen. Elf, Gnom, Zwerg, Mensch und Halbling, soweit so klassisch. Dann kommen Goblin und Ork dazu. Goblin ist so ein bisschen das Trademark-Maskottchen von Pathfinder, war auch schon in der zweiten Edition mit drin, insofern okay, war nicht ganz überraschend. Orks fand ich jetzt persönlich als alter Tolkien-Fan ein bisschen eigenwillig, aber okay. Und die Lesnik, das ist eine Art Pflanzenspezies, die. Sie haben die Auswahl zwischen Menschen, Elfen, Zwerge, Orks und Goblins. Orks kann ich mich anschließen so ein bisschen. Finde ich als Tolkien-Fan auch eher seltsam. Werden oft als Böse dargestellt, aber man möchte ja auch so ein bisschen das Image des Orks verbessern. Ich will Pete kennenlernen. Yes. Es gibt wirklich einen Matteo und einen Pete. Das sind zwei Matrosen, die habe ich einfach mal so random benannt und meine Nachtwachenrunde. Dreht vollkommen an. Sind die beiden noch am Leben? Ja, die beiden sind noch am Leben. Sehr gut, die sind uns wichtig. Ja, aber okay, Goblins, ja, gebe ich ihm recht, ist so ein bisschen so das Maskottchen des Systems geworden über die Jahre. Orks finde ich seltsam. Und du hast die Option, Salat zu spielen. Also ich kenne das bei Starfinder, da gab es das Volk der Golgari, oder gibt es. Und das Volk der Golgari hat ein Riesenproblem. Sie sind nämlich köstlich. Und das bedeutet, viele haben versucht, diese Viecher auszurotten, weil sie sie gegessen haben. Ja, also wenn man so ein Pflanzenvolk spielen kann, seltsam. Als Staatssache. Ja, gut. Schauen wir mal weiter. Hat er Bilder eingefügt? Das würde ich mich jetzt noch irgendwie wissen. Sterbliche Naturgeister in geschaffenen Pflanzenkörpern hat. Finde ich ganz interessant. Kann ich mir vorstellen. Würde ich aber bei den Hintergründen schwierig betrachten, denn für mich ist jetzt so eine Wesenheit, die als Naturgast in einen konstruierten Körper geschaffen wurde, vermutlich nicht von klein auf an Straßenkind oder so gewesen. Da würde ich ehrlich sagen, habe ich jetzt vom Fluff her ein bisschen Malessen mit. Hat so ein bisschen was von Eat the Rich. Aber gut. Dazu haben sie sowas wie Halbelf und Halborg rausgenommen. Die sind jetzt als Varianten bei der gemischten Abstammung zu finden. Du kannst nämlich neben diesen erwähnten Abstammungen auch noch an. Rassen. Ich verbinde damit nicht irgendetwas Nationalstolzhaftes oder irgendetwas anderes Rassistisches. Es ist ein alter Begriff, der verwendet wurde. Ich finde es gut, dass man ihn nicht mehr verwendet, aber ich finde, wir sollten ihn nicht tabuisieren. Tut mir leid, Christopher. Andere Abstammungen wählen. Im Grundregelwerk gibt es da einmal die Nephilim, das sind so die, naja, Plane-Touched-Wesen und so effektiv Höllenbrut und das, was früher mal Asima hieß, ohne dass sie halt Asima und Tiefling noch heißen, heißt es halt anders. Und verlieren damit auch ein bisschen natürlich dann die Lore, die sie davor darunter hatten. Und dann gibt es dann noch diese gemischten Abstammungen und das Wechselbalg, sprich das, was wird, wenn eine Hexe eine menschliche Tochter gezeugt hat. Oder eine sterbliche Tochter gezeugt hat. So, die Halbelfen, Halborks sind jetzt bei der gemischten Abstammung mit dabei. Du kannst aber auch theoretisch jede mögliche. Was hätten Sie denn gern? Ja, ich hätte gerne so halb und halb gehacktes. Also gemischt hätten Sie gern. Ja, bitte. Ja, okay. Kann man machen. Special Interest RPG. Ja, also vielleicht sollten Sie da andere Begrifflichkeiten noch für verwenden. Irgendwie kombinierter Hintergrund oder kombinierte Abstammung oder so. Weiß ich jetzt nicht. Bei gemischter Abstammung denke ich an, wie gesagt, Hackfleisch halb-halb. Ne? Ich möchte gerne einen Halbzwölf spielen.
Es gibt ja bei der Romanreihe Dark Sun gab es ja auch halb Zwerge, halb mehr, also Zwerge mit Elfen gekreuzt, die Bronin oder Brodun oder wie die genannt werden. Und da gab es ja ganz viele Mischvölker, ganz, ganz verrückt. Ja, mal gucken, mal gucken. Andere Abstammung miteinander mischen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich so darauf freuen werde, einen halborkischen Halbzwerg zu sehen, aber. Genau darauf wollte ich hinaus. Ein Zwerg, groß, mit langen Armen, die er hinter sich herzieht, Hauer, die aus einem dichten Bart schauen. Hallo! Mein Name ist Gordak Bronzebart. Es freut mich. Ich bahne mich über mich selbst zu sehr, tut mir leid, Leute. Ich bin der Zauberer der Runde. Entschuldigung. Ein halb elfischen Halbzwerg. Wie seid ihr entstanden, Abenteurer? Das war eine wilde Swingerparty meiner Eltern. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Also, fällt mir jetzt erst auf, wie strafend Christopher mich hier gerade ansieht. Es tut mir leid. Ich mach das Video wieder an. Jedem das Seine und wenn man jetzt sagen wir, meine Zuschauer sind ja im Schnitt so zwischen 25 und 35, sprich also schon ein bisschen erfahrenere Rollenspieler sind und vielleicht auch mit Tolkien und so ein bisschen mehr beschäftigt sind, ist es vielleicht in einem Aspekt ein bisschen von der Lore her knackig, aber naja gut. Es ist halt ein eigenes System und es will sich von D&D abgrenzen und das tun sie damit ganz erfolgreich. Ja. Bei den Klassen gibt es verschiedene Überarbeitungen, wobei ich sagen muss, Druide und Krieger zum Beispiel sind jetzt doch recht ähnlich geblieben. Bei Magier haben sie jetzt mit seiner Abschlussarbeit da schon ein bisschen mehr geändert. Und die Hexe, die sie auch in den Grundkanon der Kernklassen reingenommen haben, hat nochmal ein Rework bekommen, vielleicht zu Pathfinder 2. Die wirkt schon ganz interessant. Ich mache jetzt hier nicht zu tief in die Klassen einzeln reingehen, sonst haben wir ein 3-Stunden-Video vor uns. Ich will, dass du Videos über jede Klasse machst, Christopher. Ich glaube, das wollen auch alle anderen. Wenn du jetzt schon davon berichtest, dann mach bitte auch zu jeder Klasse vielleicht so ein kurzes Video und erklär mal so ein bisschen was dazu. Ist nur so ein Vorschlag für Content. Verdammt, jetzt sind sich ja rüber. Ja, ich bin da auch noch grad so drin. Also ich bin auch eigentlich gar nicht seine Zielgruppe. Eigentlich will er mich gar nicht kennen. Ne, der Mann versucht irgendwie, mich immer wieder mal zu sagen, ja, hallo Flo, und dann wegzugehen. Nein, Liebe geht raus, Christopher, das weißt du doch. Das wollen wir jetzt nur auch nicht. Aber per se, die Klassen wurden überarbeitet. Es sind aber auch altbekannte Kernklassen rausgefallen. Und da kommen wir jetzt auch schon zu dem Punkt, wo ich sage, wow, ich merke ein bisschen, ist es geschäftsmäßig natürlich auch für Paizo eine taktische Überlegung. Denn im Pathfinder Kernregeln Spieler, also dem ersten Grundregelwerk, wenn man so will, sind die Klassen Barde, Druide, Kämpfer, Kleriker, Magier, Schurke, Waldläufer und Hexe. Es fehlen aber solche Klassen wie der Barbar, wie der Zauberer, Mönch oder der Champion, ehemals Paladine. Die sind weg. Der Barbar fehlt, das würde mich ein bisschen stören. Der Mönch fehlt, das stört mich irgendwie gar nicht. Der Paladin fehlt, also Champion, das stört mich jetzt irgendwie schon. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt. Und ja, ich vermisse die Fototapete auch. Da auch die Gesinnungen in Pathfinder Core wegfallen, werden sie um den Champion ein bisschen reworken wollen. Aber ich bin ganz ehrlich, wenn sie schon direkt Pathfinder Core 2 auf Englisch, glaube ich, für August ankündigen und sagen, da kriegst du dann den Barbaren, den ehemaligen Paladin, den Sorcerer, also Zauberer, den Mönch, was kriegen sie noch? Moment. Den Swashbuckler und den Investigator, okay. Aber auch so die sehr Paizo-Urgestein-Klassen des Alchemisten und Orakels, die kommen erst im Core. Dann splitten sich natürlich relativ viele der Klassen jetzt auf zwei Bücher auf. Das ist nicht ganz neu. Aber wenn man sich vor Augen hat, jedes Buch so um die 60 € kostet, dann ist man mit Spielerkernregeln 2, Monster. Die Inflation trifft uns alle, sogar die Bücher.
Also ja, ich weiß, dass die Pathfinder und vor allem die Sachen durch den deutschen Buchbindepreis natürlich festgesetzt sind und dass man da auch keine Rabatte geben darf und so weiter und dass man da in dem Fall, man kann die überall gleich, muss die überall gleich teuer anbieten, aber 60 Euro? Weiß ich gerade nicht. Also, habe ich irgendwas verpasst? Ja, das ausufernde Klassensystem generell ist auch etwas, was mich jetzt gerade so ein bisschen stört. Man hat so ein bisschen, man hat so das Gefühl, dass da Paizio oder vor allem ja markttechnisch dann hinterhergeht und sagt, man möchte so viele Klassen wie möglich dann auf kommende Bücher aufteilen. Das sind so Sachen, die ich überhaupt nicht gut finde. Dass da jetzt mal ein Shoutout an Aventurien in dem Fall, also wer die Karte hier hinten erkennt und die roten Bücher da bei meinem Kopf. Es gab mal das Wege der Helden. Dann das Wege der Götter und das Wege der Zauberei. Das war alles drinne. Das waren drei Bücher und du hattest alle Professionen und Klassen und du hattest sogar noch die Möglichkeit, eine eigene Klasse oder eine Profession, wie es da genannt wurde, selber zu bauen und zu definieren. Das ist geil. Das ist natürlich markttechnisch, also wirtschaftlich ist das gar nicht. Ne? Das ist so, die haben alles, wir brauchen das nicht, das kaufen Leute und fertig ist es. Dadurch kriegst du aber nicht mehr Umsatz, weil die Leute brauchen ja mehr Futter. Wiederum ist das, und das könnte mal in einem Video an anderer Stelle nochmal vorkommen, habe ich starke Kritik gegenüber Ulysses, was ihre aktuelle DSA-Politik angeht. Deswegen hole ich mir auch kein DSA 5. Da ist irgendwie jetzt schon wieder ein Crowdfunding am Laufen. Und ich finde, und das ist meine einzige Aussage dazu, ich finde Crowdfundings bei einem System oder einer Welt, die eine große Fanbasis hat und bei der die Leute sowieso wissen, die kaufen es wie blöd, ist ganz, 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 ganz grausam. Ich finde das ganz, ganz kalt berechnend. Ich habe zwar mal die Diskussion mit jemandem gehabt, der gesagt hat, ja, beim Crowdfunding kannst du mehr anbieten und dann hast du mehr Möglichkeit, du kannst mehr Stretch Goals machen. Wieso? Du sagst einfach, wir bringen ein spezielles Würfelset für DSA raus, das ist das und das in der und der Farbgebung. Davon gibt es nur 500 Stück. Alleine da hast du dann den FOMO in dem Moment, also den Fear of Missing Out Moment. Und die Dinger werden unglaublich schnell gekauft, die Sachen von DSA. Also meinem Wissensstand nach, mit Leuten, von denen ich damit mal geredet habe, da haben die kein Problem mit. Das Zeug kriegen die an den Mann. Und das ist dann auch relativ schnell weg. Die haben halt andere Systeme, die sie dann irgendwann einstampfen oder vielleicht mal angekündigt haben, schon einzustampfen. Dune. Boah, war ich sauer. Aber das ist ein anderes Video auf meinem Kanal. Das könnt ihr euch auch dann mal gerne angucken. YouTube-Link ist unten. Oder Starfinder. Da, wo auch nichts mehr kommt. Ist auch ein Pay-to-Game, aber. Science Fiction verkauft sich in Deutschland scheinbar nicht. Die suchen alle nach Fentelalter. Fantasy-Mittelalter. Ja, beim, ich weiß nicht, das. Klasse Schuhverkäufer. Ja, Klasse Schuhverkäufer, genau. Ja, also dieses ausufernde Klassenkonstrukt, was da gerade angedeutet wird, weiß ich nicht. Das ist, ja, markttechnisch macht das Sinn. Leute kaufen dann, ne? Und das Unternehmen bleibt am Leben, das Unternehmen kann weiterhin Sachen produzieren. Okay, mit dem Aspekt kann ich das absolut nachvollziehen, aber wenn sie sowieso wissen, dass die Leute kaufen, dann braucht man das dann nicht über andere Wege machen. Aber egal, schauen wir weiter in das Video. Das wird hier zu kritisch gerade. Kernregeln und GM-Kernregeln ist man dann schon bei einem staatlichen Preis von 240 Schleifen. Ist vielleicht nicht jeder bereit zu zahlen? Gut, es gibt es auf den Archiven auf Ne. Das hat nichts mehr damit zu tun, dass man nicht in der Lage ist, dass man das nicht bereit ist zu bezahlen. Es ist auch einfach so, dass manche Leute es sich nicht leisten können. Ja, Marcel? Ich warte kurz auf meinen Chat. Habe ich irgendwas gemacht? Ist irgendwas aus? Ist irgendetwas? Das mit 13 Uhr hatte ich. Nee, absolut nicht. Es ist schon Viertel nach. Aber ich werde jetzt diese letzten 5 Minuten des Videos werde ich noch gucken und dann gehe ich raus. So, aber jetzt. Es auch online zu finden, aber es ist sicherlich eine Überlegung, wo man sagen muss, oh, die gehen da schon ganz gut ans Geld ran. Und ich bin mir auch relativ sicher, da zum Beispiel die Abstammungen, die sie im Kernregeln 2 raushauen, Catfolk, Redfolk, Gnoll, Hobgoblin, Lizardfolk, also quasi Folk, es Folk. wird halt noch mehr das Bestiary spielbar gemacht. Ist jetzt persönlich nicht ganz mein Geschmack, muss ich zugeben, aber jedem das seine. Aber dass die jetzt vielleicht mit diesen. Das gibt dem Begriff Wanderzirkus eine neue Bedeutung, nebenbei.
dass man in solchen Systemen dann irgendwann mal nichts Menschliches mehr hat, sondern da einfach nur noch so eine wilde Truppe aus allem Möglichen herumrennt nebenbei. Bin ich auch kein großer Freund von. Aber wer will hier judgen? Es gibt einen Markt dafür. Es gibt Fans dafür. doch recht beliebten und auch altvertrauten Klassen wie Barbar, Mönch, Zauberer, Paladin, in der Meinung der Gesinnung halt auch Champion genannt, kombiniert werden. Okay, verstehe ich. Und ich muss zugeben, den Alchemisten da reinzupacken, hat mich auch überrascht. Jetzt dafür die Hexen ins Grundregelwerk. Also da war ich ein bisschen mit dem Fragezeichen belegt. Auch dass jetzt das Alignment, also die Gesinnung weggefallen sind. Viele jubeln darüber, von wegen, yay, ich muss zugeben, ich finde es gerade. Es ist der Zeitgeist, es ist völlig in Ordnung. Man geht von Gesinnung weg, ist auch okay. Ich selber muss zugeben, ich finde es eigentlich ganz nett, mal auch klar definierte Gesinnungen zu spielen, tatsächlich. Auch um zu sagen, von wegen, spiel doch mal wirklich einen Charakter, der halt wirklich grundgut, also neutral gut ist. Oder spiel mal einen Coaching-Charakter, um so ein bisschen aus sich selber herauszufordern, mal andere Typen zu spielen. Aber das ist jetzt meine Meinung. Dafür kann man jetzt allerdings Edikte und Anathema wählen, sprich, das Edikt gibt vor, was ist so dein persönlicher moralischer Kompass oder der deines Gottes, wenn du Kleriker spielst, und was ist das Anathema, was halt die Gegenthese ist, von wegen, du kannst halt als Thorak-gläubiger Kleriker halt nicht die Feinde deiner Gottheit laufen lassen und der Zwergen halt, es sei denn, es gibt einen wirklich guten Grund dafür, ansonsten, weghauen damit. Ist jetzt Pathfinder-Kernregeln etwas, wo ich sagen würde, kauf's dir? Das hängt jetzt tatsächlich sehr davon ab. Kommst du frisch aus D&D, irgendeinem anderen System, Pathfinder 1, oder willst einfach in die Pathfinder-Welt eintauchen oder in das System eintauchen? Ja, hol dir Kernregeln. Es ist ein schlankes, gut strukturiertes Buch. Du kannst damit spielen und das System ist, ja, crunchiger als D&D, aber definitiv auch solide, taktisch tief und gut balanciert. Wenn du jetzt aber von Pathfinder 2 kommst, würde ich das Ganze mit einem Sternchen betrachten. Denn, wie ich schon am Anfang sagte, es sind 95% ist es identisch von den Regeln und den Mechaniken zu Pathfinder 2. Da muss man ganz klar sagen, man kann es kompatibel halten, ja, es gibt auch entsprechend Stellen dafür, wie man das kombinieren kann. Das geht, aber ich glaube dann, für die Pathfinder 2-Spieler unter euch ist es, glaube ich, kein Must-Have und da würde ich, glaube ich, die Kohle nicht ohne weiteres ausgeben. Vielleicht mit den PDFs, sondern aber als Printbuch weiß ich es nicht. Jetzt werden einige sagen, ja, in den Archiven von Nils kann man es ja eh online nachgucken. Stimmt. Pathfinder 2 wird aber, soweit ich dann weiß, entsprechend auch rausgenommen und du kommst quasi über eine Art Umleitung von Magic Missile jetzt zu dem neu benannten Spruch. Kann man machen, aber ein Print oder ein PDF haben nun mal immer noch eine andere Möglichkeit, auch mal Sachen quer zu lesen und nicht nur einfach den Wikipedia-Eintrag effektiv durchlesen zu müssen. Bücher for the win. Deswegen, ich persönlich bin von der Print-Varianten. Ich habe Pathfinder 2 und Pathfinder. Ich bin auch von den Printen. Ist das nicht ein anderer Umgangsspruch für Brot? Nein, alles gut. Ich bin auch mehr der Freund davon. Ich bin so ein bisschen jetzt ist leicht bibliophil. Also ich habe eine Vorliebe für Bücher. Ich lese sehr gerne. Ich lese sehr viel, wenn ich jetzt gerade so ein bisschen die Zeit finde. Und bin auch eher der Fan davon, dann ein Buch aktiv selber in der Hand zu haben und dort etwas nachzuschlagen, als dass ich die ganze Zeit auf irgendeine Internetseite zugreifen müsste. Für jemanden wie mich, der mit Pathfinder 1 gespielt hat, Pathfinder 2 nicht kennt und dementsprechend so, aber so aus diesen anderen, aus ganz vielen anderen Settings halt kommt, klingt es interessant. Sollte der Werteherr mal eine Runde anbieten. Dieses Video wird höchstwahrscheinlich auf YouTube landen. Dementsprechend, hallo, lieber Spielabend, Christopher, hier ist ein interessierter Ork, Halbzwerg, Elfen-Mischling. Vielleicht spiele ich das wirklich. Vielleicht bin ich so verrückt und mische ihm da irgendwas ganz Wildes, Krudes zusammen. Mich wäre auf jeden Fall interessiert, das mal auszuprobieren und mal da noch so ein Gefühl für zu bekommen. Drei. Ich werde es aber so handhaben, wenn ich jetzt meine Pathfinder-Runde, die ich leite, beende, und das ist auch Pathfinder 1, werde ich direkt zu Kernregeln springen und nicht Pathfinder 2 machen. Eine persönliche Entscheidung. Wie siehst du das? Sagst du, yay, geil, Pathfinder-Kernregeln schon gespielt, finde ich toll, oder sagst du, oh, pff, nee, bloß nicht? Moin Spezies 0815. Ja, du bist relativ spät. Eigentlich ist der Stream schon seit 13 Uhr zu Ende, aber ich schaffe es nicht, dieses Video zu Ende zu schauen, weil ich immer wieder Pause mache und irgendwas dazu kommentiere. Donnerstag bin ich wieder online. Aber danke, dass du nochmal reingeschaut hast und Hallo gesagt hast. Ich will einen Salat spielen. Da, hier. Christopher, du hast direkt zwei Spieler an der Hand. Ich als Halbelf, Zwölf, Ork, Goblin-Mischling, Zauberer.
und ein lebender Salat. Wir wollen spielen. Ich bleib bei Pathfinder 1, Pathfinder 2 oder bleib bei D&D. Wie siehst du das? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich da sehr rüber. Diskutiert gerne auch über das System. Erzählt mir auch, wie ihr zum Beispiel die Mechaniken findet mit den neuen Abstammungen und mit den Hintergründen, wie das bei euch mit den klappt, mit den Lessnicks. Wie spielt ihr das? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich sehr darüber. Und wenn es dir gefallen hat, du kannst den Dreiklang liken, abonnieren, Glocke und dann bis zum nächsten Mal. Ciao! Ja, ihr wisst, Kanal wird unten bei YouTube, wenn dieses Video rauskommt, nochmal verlinkt. Ich wechsle nochmal ganz kurz zur anderen Ansicht. So, dann bin ich jetzt mal hier. Ja, ist ein interessantes Video meiner Meinung nach gewesen zum Thema Pathfinder 2. Werde ich auf jeden Fall, wenn ich die Möglichkeit habe, mal reinspielen. Und sollte es die Möglichkeit geben, das Ganze online zu machen, dürft ihr natürlich dabei sein. Da werde ich mit dem werten Herrn Spielabend einmal genauer in die Konversation treten, denn der Mann macht gute Videos, gut recherchiert, fasst es gut zusammen. Schnitte merkt man gar nicht. Dementsprechend. So. An dieser Stelle werde ich mich dann jetzt allerdings auch verabschieden. Geht rüber zu Sion zum Wonder, der übernimmt jetzt nahtlos und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich werde jetzt da auch noch ein bisschen im Chat rumhängen. Bis dahin, Donnerstag sehen wir uns wieder. Bis dahin. Tschüss.